Freiheit bedeutet Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und auch Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit. Und ist es dann nicht Selbstbestimmung, dass ich entscheiden kann, ich bin ja auch schon etwas älter, ob ich Angst vor Ansteckung habe durch einen anderen Menschen und wenn ich sie habe, wie kann ich dann aus Freiheit entscheiden, dass ich Ansteckungen meide? Warum soll der Staat mir meine Freiheit nehmen, mich frei zu entscheiden, ob ich mich anstecken lassen will oder nicht, ob ich Angst vor Ansteckung habe oder nicht? Der Staat hat doch nicht hereinzureden in meine Ängste oder Nicht-Ängste. Er nimmt mir doch meine Freiheit. Das ist Freiheitsberaubung, wenn er meinem Nächsten eine Maskenpflicht verordnet, wegen mir, weil wir tragen die Masken ja nur, um die anderen zu schützen. Sie schützen uns ja gar nicht selber. Das sagt ja jeder Mediziner. Das heißt, der Staat verpflichtet meine Nächsten, eine Maske zu tragen, damit er mich schützt. Ja bitte, liebe Leute, wie kommt der Staat dazu, in meine Eigenverantwortung und Selbstbestimmung und Freiheit hineinzureden und einem anderen etwas aufzuzwingen, ohne mich zu fragen, ob ich das will? Denn er soll es ja tun wegen mir. Bitte, ich möchte gefragt werden und ich möchte entscheiden als 68-jährige Risikogruppe. Ich möchte entscheiden, ob der verpflichtet werden darf, eine Maske zu tragen. Wie kommt der Staat dazu, mir diese Entscheidung abzunehmen? Und das ist ein Appell an jeden Bürger und Menschen in diesem Lande. Prüft euch bitte, ob ihr das wollt, dass der Staat in eure Lebensentscheidung und Eigenverantwortung für die Gesundheit eingreift. Ja, was hat das mit Christentum zu tun? Das ist Freiheitsberaubung. Ich empfinde das als Freiheitsberaubung. Das ist das, was geschieht. Und deshalb wird der Wert der Freiheit, und das hat nichts mit sonstigen politischen Dingen zu tun, meine persönliche Freiheit wird dadurch angegriffen, dass man den anderen zwingt, in meiner Gegenwart eine Maske zu tragen, wegen mir. Das will ich nicht. Und das weise ich von mir. Und wenn jeder Mensch in diesem Land und jeder freie Bürger und jeder freie Mensch das versteht, dass ihm seine Freiheit geraubt wird und sagt, ich will das nicht, dann ist dieser Spuk von heute auf morgen vorbei. Wenn ihr alle die Freiheitsberaubung erkennt und sie nicht zulasst, ist der Spuk vorbei. Wie kommt der Staat dazu, mir meine Freiheit zu rauben? Ich möchte frei entscheiden. Es findet aber auch noch was anderes statt, was ich auch nicht möchte, dass mit meinem Nächsten geschieht. Und wir hören gerade jetzt, als in Wien dieses schreckliche Attentat geschah, dass die deutsche Bundeskanzlerin von den gemeinsamen europäischen Werten gesprochen hat. Sie hat, jetzt müssen wir die verteidigen. Und ich habe versucht, diese gemeinsamen europäischen christlichen Werte aufzuzeigen. Wahrheit, Freiheit und Liebe. Ja, liebe Frau Bundeskanzlerin, diese müssen verteidigt werden. Und der Staat greift meine individuelle geistige Freiheit an, indem er den anderen zu etwas zwingt. Das ist keine Werteverteidigung, das ist ein Werteraub. Frau Bundeskanzlerin, bitte, Sie sind Wissenschaftlerin, Sie können das verstehen, diese Logik, dass das keine Verteidigung meiner Werte ist, der Freiheit, sondern eine Beraubung meiner Freiheit. Bitte stellen Sie das ab. Verteidigen Sie bitte als Pfarrerstochter die christlichen Werte der Wahrheit, der Freiheit und der Liebe. Denn was noch geraubt wird, was ich nicht möchte, dass mein Nächster das tut. Denn es heißt im Alten Testament, im Schöpfungsbericht, 1. Mose, 2. Kapitel, Vers 7, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase.
Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Liebe Freunde, wir werden ein lebendiges Wesen dadurch, dass wir atmen, dass wir Luft und Sauerstoff einatmen. Und eine Maskenpflicht ist die Beraubung des Lebensatems. Das ist die Beraubung des Lebens, das ist Lebensraub. Und ich will nicht, dass der Staat meinen Nächsten vorschreibt, dass sie ihres Lebens beraubt werden und eine Maske zu tragen haben, um mich zu schützen. Wie komme ich denn dazu, dass dem anderen das Leben geraubt wird, um meine Gesundheit zu schützen? Ich bin doch eigenverantwortlich für meine Gesundheit. Und wenn ich Angst habe vor einer Ansteckung, dann muss ich mich fernhalten von den Menschen, die mich anstecken könnten. Oder ich besorge mir eine Maske, eine echte Maske, die beim Einatmen schützt. Aber ich will nicht, dass meine Freiheit mir geraubt wird und dem anderen das Leben. Unter dem Vorwand des Schutzes der Gesundheit. Diese wunderschönen Worte, wir schützen meine Gesundheit. Nein, sie schützen weder meine Gesundheit noch meine Freiheit. Sie nehmen mir meine Freiheit und meinen Nächsten das Leben, liebe Frau Merkel, lieber Herr Kurz, lieber Herr Söder. Und das meine ich in diesem christlichen Sinne sehr ernst, denn das ist christlich und das ist so klar. Und dann gibt es dieses andere Argument noch. Ja, wir müssen das Gesundheitswesen schützen, die Ärzte und die Pfleger und die Therapeuten und die Krankenschwestern vor Überlastung. Auch hier wieder die Frage, liebe Politiker. Sie grenzen oder rauben hiermit durch diesen Verordnungen doch was? Die Freiheit der Ärzte und der Pfleger und der Krankenschwestern. Sie verordnen etwas über die Köpfe und die Freiheit all dieser Menschen. Lassen Sie doch diese Menschen entscheiden, die sich für den Arztberuf und Therapeutenberuf und Pflegeberuf und Krankenschwesterinnenberuf entschieden haben. Die haben sich doch entschieden, mit kranken Menschen zu arbeiten. Wie kommen Sie dazu, liebe Ärzte, Therapeuten und Pfleger und Krankenschwestern? Wie kommen Sie dazu, liebe Politiker, denen die Freiheit zu rauben, so wie mir, und wieso lassen Sie sich die Freiheit rauben, das selbst zu entscheiden, aus dem freien Gesundheitswesen heraus selbst zu entscheiden und nicht vom Staat auch über die Köpfe hinweg die Freiheit entzogen zu bekommen? Das ist Freiheitsraub für alle, die dort tätig sind. Und wenn das so wäre, dass man diese Menschen schützen muss, dann muss man das Skifahren im Winter verbieten, damit die Unfallkliniken nicht überlastet sind durch die vielen Beinbrüche. Und dann müssen wir das ganze Jahr über Masken tragen und die gesamte Grippesaison, weil wir wissen laut RKI-Institut, dass jedes Jahr 20.000 Menschen daran sterben, offiziell nach diesem Institut, jedes Jahr 20.000. Und dass viele Millionen infiziert werden. Warum hat man das bisher nicht gemacht? Wir müssten fast das Autofahren verbieten, damit die armen Rettungssanitäter, weil die eine extrem hohe Belastung haben, nicht mit so schrecklichen Unfällen konfrontiert werden und seelisch, moralisch überlastet werden. Wir müssten so viele Dinge verbieten, damit unsere Ärzte und Therapeuten, die diesen Beruf, diesen heiligen Beruf, ja, gewählt haben, damit die nicht überlastet werden. Merkt ihr, liebe Freunde, was das für ein Freiheitsraub ist und nicht Verteidigung der Freiheit, sondern Raub der Freiheit. Es sterben, wie wir gehört haben von einem Profi, jedes Jahr 40.000 Menschen an, ich glaube, atypischer Lungenentzündung. 40.000 Menschen und 600.000 erkranken. Wie viele von diesen Menschen liegen denn jetzt in den Intensivstationen, die als Covid-Patienten gezählt werden? Die Ärzte werden jedes Jahr mit 600.000 Lungenkrankheiten allein in Deutschland konfrontiert. Das ist normal. Dann hätte man schon längst handeln müssen. Liebe Ärzte, liebes medizinisches Personal,
lassen Sie sich die Freiheit nicht rauben. Das ist Freiheitsberaubung. Was würde der Christus uns raten? Ich denke, ich habe da genug Anregungen gegeben und möchte aber zum Schluss nochmal auf das Beispiel zurückkommen. Für mich, dass ich mich frage, ja, wie muss denn ich, oder wie würde ich, wenn ich mich für das christliche Handeln entscheide, wie müsste ich da handeln? Aus Liebe gegenüber meinem Nächsten. Jetzt bin ich bei der Nächstenliebe und ich habe das schon gebracht. Alle Menschen in meiner Nähe sind die Nächsten, die mir begegnen. Und wenn ich in Liebe zu diesen Menschen gehe, mit diesem christlichen dritten Wert der Liebe, der Nächstenliebe, dann darf ich nicht und ich habe kein Recht dazu, von meinem Nächsten zu verlangen, dass er wegen meiner Gesundheit eine Maske trägt und dass ihm der Atem geraubt wird. Dazu habe ich kein Recht aus christlicher Sicht. Das ist Egoismus. Das ist Egoismus aus meiner Angst. Und ich darf meine Angst äußern, wenn ich die habe und sage, ich habe Angst, dass du mich ansteckst. Aber dann muss ich das Recht haben, diese Angst zu äußern und dann vielleicht sagen, bitte, wärst du so lieb, aufgrund meiner Angst eine Maske zu tragen. Und wissen Sie, was ich tun würde, wenn mich ein Mensch bitten würde, eine Maske in seiner Gegenwart zu tragen, weil er Angst hat? Dann würde ich das sofort machen. Ich würde das sofort machen, wenn ein Mensch mich bittet. Aber wenn der Staat uns verpflichtet und wenn der Staat meine Nächsten verpflichtet, dass sie wegen mir, wenn ich gar keine Angst habe, eine Maske trage, weil sie Angst haben um meine Gesundheit, die ich gar nicht habe, dann kann ich sagen, das ist so etwas von unchristlich und antichristlich, wie ich selten nicht erlebt habe. Und für mich, als christlich denkender Mensch, wenn ich in der Liebe zu meinem Nächsten bin, darf ich nie erwarten und nie fordern und nie verlangen, dass der andere wegen mir eine Maske trägt und sein Atem beraubt wird und schon gleich gar nicht und schon gleich überhaupt nicht und schon gleich total nicht von Kindern das zu verlangen, wo wir wissen, wie medizinisch das gefährlich ist, nicht nur Erwachsene, sondern für Kinder so und so. Das ist das, was ich mir selber überlegt habe, wie ich als Risikogruppe mit 68, bald 69-Jährigen, wie müsste ich christlich handeln? Auf jeden Fall zu jedem sagen, bitte, wegen mir keine Maske tragen, wegen mir bitte nicht. Ich möchte nicht, dass du krank wirst wegen der Maske, ich möchte nicht, dass der göttliche Atem dir geraubt wird. Und ich habe keine Angst und ich kümmere mich selbst um meine Gesundheit. Und ich will nicht so egoistisch sein, dass du wegen mir leidest. Das würde ich tun und das ist meine Einstellung. Und das wäre für mich individuelles christliches Handeln. Und wenn wir Menschen so christlich handeln würden, würde keiner mehr eine Maske tragen. Und wenn dann nur noch einige wenige, da, wo wirklich Angst da ist, da, wo vielleicht wirklich eine Berechtigung ist bei einem sehr kranken Menschen, wo man immer noch fragen muss, ob etwas notwendig ist. Aber es würde frei und individuell in Erkenntnis der Wahrheit, der Freiheit und der Liebe und damit christlich gehandelt werden. Alles andere, und das ist jetzt meine persönliche Darlegung, Schlussfolgerung aus alledem, was ich hier studiert habe, was der Christus selber gesagt habe. Alles andere, was derzeit geschieht, ist unchristlich. Und deshalb leben wir zurzeit in einem unchristlichen Abendland und auch unchristlichen Morgenland. Und dank dieser Corona-Krise wird das jetzt bewusst, wie unchristlich wir sind. Denn wenn wir schon christlich wären, dann hätten wir längst so gehandelt, wie ich das gerade beschrieben habe. Und deshalb die Einladung vielleicht, dass wir alle darüber nachdenken, wenn wir uns so entscheiden, dass wir sagen, wegen mir braucht ihr keine Maske tragen, dann ist es auch schon vorbei. Und dann hätten wir diese Krise wirklich genutzt. Wir hätten diese Kraft genommen und sie in christliche Nächstenliebe gewandelt, weil uns der andere wichtig ist, dass er nicht wegen uns geschädigt ist. Und wir hätten unsere Freiheit und Selbstbestimmung ergriffen und gesagt, ich bin für meine Gesundheit verantwortlich.
Und in diesem Sinne würde ich mir wünschen, dass vielleicht viele Menschen so ähnlich denken können, wie ich es versucht habe, aus meiner Erkenntnis darzulegen.